Das Steiermark 1 Magazin widmet Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. In jeder Beziehung zählen die Menschen. Im Steiermark 1 Magazin geht es gleich zu Beginn politisch zur Sache. Beim traditionellen Dienstag der Steirischen Volkspartei wird über die Zukunft unserer Großparteien diskutiert. Haben Volksparteien noch Zukunft? Haben Volksparteien noch Zukunft? Gerade für eine Großpartei ein mutiges Thema, das Landesgeschäftsführer Bernhard Rinner beim traditionellen Diensttalk diskutieren ließ. Gemeinsam mit Claudia Giegler und geladenen Experten aus Politik und Sozialforschung ging man den politischen Entwicklungen in der Zentrale der Steirischen Volkspartei genauer auf den Grund. Die Ursachen sind primär in der Gesellschaft zu finden, das Zerbröckeln der geschlossenen Milieus. Die Gesellschaft ist so viel mobiler geworden und daher greifen die alten Konzepte, die auf anderen Voraussetzungen aufgebaut haben, einfach nicht mehr. Die Leute werden vielfältiger. Und entsprechend muss sich auch Politik, müssen sich die Parteien verändern. Es gibt nicht mehr die eine Politik für das gesamte Volk, sondern man muss verschiedene Angebote machen und gleichzeitig aber mit den gleichen Werten diese Angebote begründen. Wir waren noch vor 40, 50 Jahren in Österreich eine Zwei-Parteien-Demokratie. Die Gesellschaft hat sich verändert, ist pluralistischer geworden. Deswegen ist es schwieriger für Volksparteien, also für große Parteien, noch an ihre früheren Erfolge anzuschließen. Was die möglichen Ursachen angeht, gingen die Meinungen der Experten auseinander. Ich glaube, es liegt daran, dass der Bürger eine andere Form der Kommunikation sucht. Viel direkter, aber will auch viel ernster genommen werden. Allerdings macht er sich auch andererseits wieder die Türen zu, will von Politik auch nicht rund um die Uhr belästigt werden. Es sind also eine gewisse Ambivalenz, die wir hier haben. Und die Parteien müssen Wege finden, diese Ambivalenzen zu durchbrechen. Sie müssen neue Wege finden, die eigentlich die alten sind. Volksparteien müssen sich in Zukunft neu erfinden, breiter aufstellen. Mehr Leute, Bürger erreichen, Umweltschutz, Nahverkehr, all diese Fragen beschäftigen die Leute vor Ort. So gesehen haben die Parteien, die Volksparteien eine Chance, wenn sie sich neu aufstellen und ein anderes Angebot formulieren. Parteien sind sicherlich schlecht beraten, so zu tun, als könnten sie alle ansprechen. Parteien sind besser beraten, wenn sie sich bewusst machen, wen sie nicht ansprechen können. Und wenn sie daher umso intensiver ansprechen können. Dem Zuwachs an neuen und kleineren Parteien steht man eher skeptisch gegenüber. Es geht eigentlich darum, ob neue Parteien neue Themen haben, die man bislang vernachlässigt hat. Aber wenn man gerade jetzt die Piraten als neue Partei und deren Themenpalette anschaut, sieht man erstmal, wie hilflos diese Piratenpartei in ihren Themen ist, weil sie bis zum heutigen Tag das Thema Urheberrecht noch nicht mal inhaltlich definieren kann, was sie eigentlich möchte. Die Piraten haben Anfangslorbeeren, Vorschusslorbeeren bekommen, haben jetzt erste Gehprobleme beim Erwachsenwerden. In einigen Städten werden sie überleben, aber langfristig bin ich hier eher skeptisch. Also in Österreich sind die Chancen für neue Parteien sicherlich grundsätzlich sehr groß. Allerdings ist auch der Wettbewerb in diesem Feld sehr groß. Es werden immer wieder neue Parteien nachstoßen, weil die Wähler immer weniger berechenbar sein werden. Alle Parteien sitzen quasi in einem Boot. Das Besondere, was Volksparteien haben, nämlich Politik gestalten zu können, Politik wahrnehmen, Politik zu diskutieren, gar nicht mehr stattfindet in der Parteirealität. Ich glaube, wenn das wieder erfunden wird, reerfunden wird, mit einer neuen Lebendigkeit ausgestattet, muss man sich um Volksparteien in Zukunft keine Sorgen machen. Das Thema beim nächsten Dienstag am 30. Oktober, das Pensionsdilemma. Unter anderem mit Pensionsexperte Professor Bernd Marin und ÖGB-Präsident Horst Schachner. In der Steiermark ist immer was los. Daher berichten wir auch diese Woche wieder von den Event-Highlights unseres Bundeslandes. Los geht's mit einer ganz speziellen Kinopremiere.
Wir sind zu einem Casting eingeladen worden, weil die Barbara und der Robert einfach einen Horrorfilm machen wollten. Und ja, wir sind halt auch gegangen, haben auch bei den Casting normal mitgemacht. Ja, nach einer Woche haben sie dann angerufen und haben gesagt, ja, wir haben das ganze Drehbuch hingeschmissen. Und wir machen einen Film über euch. Ne? Ja, und wir haben natürlich nicht nein gesagt, das ist klar. Also im Film geht es darum eigentlich, dass es eigentlich ein Ausschnitt aus unserem Leben ist. Ich meine, komplett überzogen eigentlich. Und wir haben quasi einen Tourtermin in einer Disco. Da passieren halt ziemlich viele Pannen und lustige Dinge. Die wollten uns ausziehen. Ja, und ausgerippt haben sie uns auch. Es geht uns am Revier erzählen. Hopp auf! Euch kenne ich doch. Die sind in meinem Fernsehen. Ich kenne die. Wo ist euer Vierter? Also es war schon schwerer als wie einfach eine Serie zum Drehen, eine Reality-Show zum Drehen, weil wir haben ein Drehbuch gehabt, wir haben einen Text lernen müssen und dann einfach eine Rolle spielen, das haben wir nicht gewöhnt gewesen. Und das war aber, es hat ja funktioniert. Das Team hat uns immer unterstützt und so. Willst du weiterreden, oder? Nein. Ja, das Problem ist, er braucht immer seine Tropfen. Hey, Burschen, es fängt schon wieder an. Ein Scheißgeräusch ist das! Was? Wie hat diese Raumschiff-Scheißmaschinen aus den uralten Filmen? Das ist das Geräusch vom Scanner. Ein Scheißdreck ist das! Wieso schimpfen sie so? Weil das ein Scheißgeräusch ist! Wenn man seine Medizin nicht kriegt, dann dreht man halt ein bisschen durch. Und das sieht man dann im Film, wie er durchdreht. Aber es gibt ein Gegenmittel. In Form von Viagra. Die sind einfach extrem notgeil und krank und einfach komplett irre und die wollen uns. Die Lehrlinge natürlich, die Friseurlehrlinge meinst du jetzt, oder? Von was redest du denn? Ja, sicher. Ja, ja. Volltrottel ungefähr. Nein, und die wollen uns einfach, sagen wir mal, vergewaltigen und andere Sachen. Aber ich glaube, dass wir immer gut davon gekommen sind. Fast. Alter, schmusen wir wieder, Alter. Sagt, dürfen wir aussteigen? Dürfen wir aussteigen? Das tut schon voll der Arschweh von lauter Engels. Und es gibt dann einen Herrn Wastel, der was ein bisschen eifersüchtig auf uns ist, weil er uns alle nachrennen, was ihm eigentlich nicht schlecht ist. Ja, der zuckt halt voll aus und will uns quasi umbringen, aber unsere Fans, die was schon zu Rambos mutiert sind, die holen uns da aus der Klemme wieder raus. Dann kommt endlich der ÖMDC. Also privat ist es nicht so arg, dass wir jetzt so extrem fanatische Fans haben. Ich meine, wir haben natürlich auch Fans und das nicht wenig, würde ich mal sagen. Es kommen nicht alle her, aber viele. Manche gehen auch nur vorbei und dann hörst du so wie, schau, das war er, das war er. Aber nicht leise, sondern so, dass du es gleich selber auch hörst. Ne? Also ich habe ihn vorher gekannt von deren Manager, von Martin, und den ich schon lange gekannt habe, weil er auch aus Graz, aus der Steiermark kommt. Und der Martin hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ich mache einen Kinofilm, ob ich nicht Lust hätte, mit denen den Song zu machen. Und ja, dann habe ich mir den Song angehört und dann war ich total begeistert, hat mir sehr, sehr gut gefallen und so ist es dann zustande gekommen. So, das war jetzt bei uns das Interview und mehr verraten wir euch nicht, also schaut euch den Film an. Ich würde da nicht im Wald alleine bleiben. Da ist schon viel passiert.
So wie ein Hänger, super. Hallo, ich bin der Eigi. Du bist ein... Also die Polizistin... Jetzt lass mich mal reden. Ja, hallo, ich bin der Eigi, gell? Wir sind heute im Kino. Wir machen jetzt gleich ein Interview. Ja, jetzt kommt der Bichler. Der war aber viel gescheiner, ne? Ja. Du musst die Frage mit einbeziehen. Also, mein Name ist Patrick. Bichler? Ja. Hier spricht. Bücher! Du hast keinen Ton, oder was? Haha. Das Brauhaus Eckenberg feiert sein einjähriges Jubiläum. Bei Tanz, gutem Bier und toller Stimmung lassen die Gratulanten nicht lange auf sich warten. Voriges Jahr haben wir die Eröffnung gefeiert und jetzt feiern wir heute das einjährige Jubiläum. Das hat Eckenberg noch gefällt. Ich wünsche alles Gute. Wenn Sie so weitermachen, kann es noch gut gehen. Für die nächsten 10 Jahre, toi, toi, toi. Und damit so weitergeht, werden sich die kulinarischen Köstlichkeiten wieder vieler Herzen erfreuen. Es schmeckt alles da. Die beste Stelze in ganz Graz. Steaks. Da gibt es ab und zu sowas wie das. Kriegt man in ganz Graz nicht. Das Essen war super. Ja. Geschmackig. Mit einem Wort gesagt, super. Dazu ein frisch gezapftes Bier. Und der Tag im Brauhaus Eggenberg ist dein Freund. Super Bier. Ja, ja, Traumbier. Einfach nur lecker. Ich kenne mich aus beim Bier. Ein Glas Bier und ein Stolzen. Das sehe ich mal eh. Und was kann die Brauhauskellnerin am besten? Bier einschenken. Ja, ich bin mehr ein Weintrinker, aber der Spritzer ist ausgezeichnet, muss ich sagen. Ja. Mhm. Und so die Stimmung auch gut. Ja. Ich trinke eher einen Radler und sehr viel Wasser dazu, weil ich muss ja Auto fahren. Ne? Ich denke gerne tanzen gehen, aber die zwei Damen haben mich schon einen Korb gegeben. Es ist sehr schön da. Viele Frauen da. Ich bin das erste Mal da, mein Hund. Und ich suche immer eine Frau. Ja, leider. Und Lebensgeschichten werden im Brauhaus mit Musik untermalt. Und hier gibt es immer Musik am Sonntag, Frühschoppen am Sonntag. Also das ganze Jahr hindurch ohne Pause. Für mich ist das ein super letztes Jahr gewesen, weil ich weiß wenigstens 3 Tage in der Woche, was ich mache, nicht wo ich hingehe. Und dort habe ich schon einen Korb gekriegt. Ja, 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 ja. Wo wird denn das übertragen? Auf Steiermark 1. Und vielleicht findet sich dann auch eine nette Partnerin für seinen Freund. Hey, ich probiere noch einmal. Ja. Im Brauhaus geht's lustig zu. Verantwortlich dafür Wirtin Maria. Sie weiß, was sie will. Ich finde, die Chefin zeichnet aus, dass sie sehr konsequent ist und dass sie schaut, dass an jedem gut geht, dass alles funktioniert. Und man ist zufrieden und es ist eine Bereicherung für diese Gegend, muss man sagen. Die Chefin hat das alles klasse im Griff. Ja. Das ist ein super Vibe. Das ist ein super Vibe da. Ist sie leidig? Ich bin nicht eifersüchtig. Nein, geht's nicht. Beste Wirtin in ganz Steiermark. Warum? Lieb, zuvorkommend, einfach die beste Kölnerin und Wirtin, was es in ganz Steiermark gibt. Schöpferin, ne? Normal braucht sie gar nicht schöpfen. Das ist sehr lustig, dass wir da sein dürfen. Ich muss sagen, unsere Gäste, fantastisch, gibt es überhaupt nichts. Unsere Stolzen, fantastisch, die Rippen, fantastisch, die Musik, es passt gar nichts Besseres. Ich wünsche uns, vor allem dir, noch ein schönes Jahr auf die nächsten Jahre und möchte mich recht herzlich bei dir bedanken für die Chance, was du mir und uns alle gegeben hast. Da fühlt man sich einfach wohl. Es ist einfach die Chefleute und das Personal und alles. Es ist einfach eine Bereicherung für Eckenberg und super. Was es nicht gibt, das gibt es nicht im Brauhaus. Wie jede Woche hat sich das Team von Steiermark 1 wieder spontan unter das Volk gemischt.
Ja. Tabak. Allerheiligen wirft seine Schatten voraus. Und wenn man dann den Friedhof besucht und am Grab steht, dann könnte man schon ins Grübeln kommen. Gibt es wirklich ein Leben nach dem Tod? Ich weiß nicht, vielleicht. Können Sie Felix Baumgartner fragen? Der muss das wissen? Ja, er muss unbedingt das wissen. Wieso soll der Felix Baumgartner das wissen? Er muss was, er war in der Stratosphäre und so. Kannst du beantworten? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Außer wenn wir immer beim Einzelstandl essen. Dann schon. Dann habe ich schon wieder irgendwelche Glaubensfragen. Sie sind dann schon der Dritte, der mir das fragt. ja, ich glaube ja. Nein. Definitiv nicht, nein. Ein Leben nach dem Tod, ob ich daran glaube? Ehrlich gesagt nicht. Jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, sie glauben an Reinkarnation, was dir Wiedergeburt und so weiter. Falls das wirklich stimmt, als was hätten Sie gern wiedergeboren werden? Das ist mir eigentlich komplett egal. Als was? Als Elefant. Als Blume. Als Sonnenstrahl. Wer weiß. Was Schönes jedenfalls. Also irgendwas, wo ich möglichst wenig zu leiden habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir reicht das eine Leben. Wenn ich einschlafen würde und nicht mehr aufwachen würde, wäre das Schönste. So wie ich jetzt bin. Ja. Ich habe es ganz gut erwischt. Es ist alles ganz gut gegangen. Vielleicht ein Tier. Ja. Möglich. Ein Vogel oder so irgendwas. Wäre nicht schlecht. Du? Nein, ich möchte als die Person, als die ich jetzt bin, wieder geboren werden, weil dann würde ich die Chance haben, meine Fehler zu vermeiden, die ich gemacht habe. Das ist eine schwere Frage. Was möchte ich im nächsten Leben sein? Beispiel, warte mal, eine Schmetterling. Ja. Ja, also eigentlich als Mensch. Noch einmal wieder geboren, bitte nicht. Das Steiermark 1 Magazin widmete Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. Ihr regionaler Finanzpartner 150 Mal in der Steiermark.